Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Forge of Empires Updates. Ja, heute haben wir die 146 im Angebot und natürlich etwas ganz Besonderes, da kommen wir aber später noch drauf, aber am besten fangen wir wohl erstmal mit den Bugs an, nicht wahr? Nämlich alleine schon, wenn wir das Spiel starten, kommt uns der erste Bug entgegengeflogen. Ich drücke jetzt hier auf Starten und was kommt? Version 1.47. Obwohl es die 1.46 ist. Ja, das kennen wir schon. Grüße Beta-Tester. Der Beta-Server wurde nun auf die Version 1.46 aktualisiert. Der komplette Changelog wird in Kürze gepostet und die Diamanten verteilt. Dieses Update beinhaltet Bugfixes und Verbesserungen und den Release der Morgen und der Release von morgen. Ne? Bei uns heißt es nur morgen. Tomorrow Era oder TE wäre viel besser. Mit diesem Update kommt wieder mal eine Rückmeldeaktion, eine Feedback-Mission und für die Morgen-Ära ebenfalls. Bitte klick auf den Fail, um ins Forum zu kommen. Oder zu dem Neuigkeiten und Missionen zu kommen. Danke für deine Unterstützung und deiner Hilfe. Forge of Empires aus Forge of Empires das Bestmögliche herauszuholen. Das Beta-Team, was auch immer. Und hier sehen wir schon das erste. Die Stadtsymbole haben sich geändert. Ja, es ist leider noch keine mein Werkzeug fertig. Ich könnte jetzt rein theoretisch eins abbrechen, das mache ich jetzt auch. Hier, das lohnt sich sowieso nicht. Cancel Production. Dieses Symbol hat sich mal nicht geändert, wir lassen mal kurz 5 Minuten laufen. Und sammeln hier schon mal ein. Unsere Münzen hier oben sehen wir auch. Hier hat sich das Symbol für Supplies ebenfalls geändert. Für Münzen glaube ich auch. Schauen wir gerade mal nach. Hier läuft natürlich noch die 1.45 auf dem deutschen Server. Oder auf den deutschen Servern. Seht ihr, das Vorratssymbol müsste sich geändert haben. Ja, es ist größer geworden. Das hat sich auf alle Fälle verändert, aber sonst habe ich... Das Straßensymbol wurde schon mal geändert. Also, wenn etwas keine Straßenanbindung mehr hat. Dieses hier. Das wurde ja schon mal geändert. Dafür, das kann ich jetzt sowieso noch nicht ansehen. Das habe ich erst abgeholt vor 4 Stunden. Also, was haben wir noch? Die PvT-Türme haben nun Tooltips auf der Karte der Kontinente. Schauen wir mal nach. Oh, das könnte ich auch mal. Könnte ich auch mal hin. PvT. You have acquired this province. Click to enter the tower for early Middle Ages tournaments. Ja, du hast diese Provinz eingenommen, klicke auf den Turm, um zu den, wie heißt Tournament? Zu den Veranstaltungen halt des frühen Mittelalters zu gelangen.
So, hier, das sind die alte. Die kennen wir ja alle. Und anscheinend kann ich nochmal irgendwas einsammeln. Hier. So. Was haben Sie hier für einen Tooltip? Gar keiner. Okay. Sie haben jetzt also erst Ihren Tooltip bekommen. Ah, was haben wir hier noch als Schönes? Legendäre Gebäude-Tooltips. Falscher Tooltip, wenn man ein Spieler besucht, den man nicht spenden kann. Mhm. Dann werden wir mal jemanden besuchen, den wir nicht spenden können. Wenn er nicht bei uns in der Dings ist, hier können wir schon die Morgen-Ära mit... Nein, der war noch nicht drin. Town Hall Contemporary Era. Ich werde nachher gleich mal schnell ins Forum schauen. Die ersten sind ja schon in der Morgen-Ära. Oder einfach schnell über den Chat. The new town hall is lovely. Anyway. Naja. You cannot contribute. Also du kannst diesem legendären Gebäude nicht spenden. Weil der Spieler weder dein Freund noch dein Nachbar ist. Jetzt ganz wild übersetzt. Dann gehen wir hier mal schnell zum ersten. Ich brauche schon wieder viel zu lang. So, hier wird noch angezeigt. 0 von 740 Punkte zur nächsten Stufe. Kann mit Fahrtspunkten auf eine neue Stufe gebracht werden. Das können wir jetzt nicht mehr herausfinden. Wie weit das Gebäude ist. Und irgendwie wird nur über ein paar Gebäuden das legendäre Gebäudesymbol angezeigt. Normal. Und das mit den Rauchanimationen soll auch behoben sein. Naja, wir haben immer noch keine. Dann nehme ich das mal aus dem Text raus, das kommt nämlich später noch. Flash-Error, wenn man das Inventar über das Blaupausenfenster öffnet. Das Blaupausenfenster zeigt alle Fragmente anstatt nur ein paar. Im Ranking bei mehr als 999 Fahrtspunkten wird es nicht mehr richtig dargestellt. Also das Ranking wird nicht mehr korrekt dargestellt. Spenden-Buttons werden nicht ausgegraut, wenn irgendein Spieler spendet. Das Scroll mit den Feldtasten funktioniert nicht richtig. Also, ja, funktioniert nicht richtig. Ja, ich glaube, jetzt ist es endlich langsamer. Kann das sein, dass es jetzt langsamer ist? Ah ja, hier zuckelt es tatsächlich etwas. Oh ja. Oh ja, hier ruckelt es. Und hier läuft es jetzt flüssig. Oder? Nee, auch nicht. Also ich weiß nicht, ich sehe keinen Unterschied. Ich wüsste jetzt nicht, was sie hier verbessert haben sollen. Ah, es ist fertig. Ja, seht ihr, hier wird jetzt das neue Symbol angezeigt. Dann stelle ich das hier wieder auf eine Stunde, so. Die 5 Minuten sind schon lange um. Ja, das mit den Rauchanimationen, das ich gerade gezeigt habe, wenn diese ausgeschaltet sind, werden sie beim Nachbarn angezeigt. Es ist aber so, wenn sie ausgeschaltet sind, werden sie beim Nachbarn nicht mehr angezeigt. Wenn sie eingeschaltet sind, werden sie aber genauso nicht angezeigt. Das werde ich auch gleich noch als Report schreiben. Stadt, der Freizeitpark hat kein Riesenrad, wenn die Animationen ausgeschaltet sind. Das war nicht das einzige, das ist aber nicht das einzige, weil bei dem einfach etwas fehlt.
Bei diesem ist das eben am auffälligsten. Der Text verlässt in manchen Tooltips den vorhergesehenen Rahmen. Ja, das hatten wir ja schon öfters mal. Ich glaube, hier kam es öfters mal vor, dass der Tooltip einfach mal verschoben war. Oh Mann, das leckt aber gerade. Hat hier noch gar nichts. Was läuft denn da eigentlich gerade? Nichts? Vielleicht hätte ich doch das Google Doc zumachen müssen. Egal. Was haben wir noch im Tutorial? Es können unsichtbare Gebäude in der Stadt entstehen. Ja, keine Ahnung, wie man das verbockt hat. Buffs, wenn ein Buff 0 erreicht, verschwindet das Buff-Panel nicht, wenn es sich dabei um Münzen oder Vorratsboost gehandelt hat. Das ist jetzt sehr grob übersetzt. So steht das da nicht im Englischen. Aber das kann ich jetzt nicht überprüfen, weil hier bin ich jetzt auf voller Happiness. Münzen noch 32 und das noch 25. 4 Stunden dann sind fertig. Okay. Noch was ist fertig. Ach ja, die sind auch 4 Stunden. Ja, wenn man dem aktuellen Spieler sucht, wird die aktuelle Seite angezeigt. Er macht dem aktuellen Spieler keine Ahnung, was die damit schon wieder gemeint haben, nach dem aktuellen Spieler. Und GVG-Speicherleck bei aufeinanderfolgenden Kämpfen. Kommt immer mal vor, jetzt schauen wir uns nochmal die Tomorrow Era an. Hier sehen wir das neue. Dieser spezielle Beton. Ferro-Concrete. Dann intelligente. Ja, was ist? Translucent. Schauen wir mal schnell nach. So. Aha, lichtdurchlässiger Beton. Dann intelligente Materialien, dann Papercrete, das heißt so. Nicht anders, das heißt Papercrete, das ist ein Eigenname. Dann haben wir Preservatives, das hatte ich schon mal nachgeschlagen. Konservierungsstoffe. Keine Ahnung, wieso die jetzt in der Contemporary Era gebraucht werden, aber warum auch immer. Und dann haben wir noch Nutrition Research. Ja. Ernährungsforschung. In diesem tollen neuen Labor. Ja, dann schauen wir doch mal in die Forschung. Ja, hier bin ich noch in der Kolonialzeit, Modern Era, Postmodern Era, Contemporary Era, hier Tomorrow. Beginnt natürlich mit Fusionskraft, dann Ernährungswissenschaften, wiederverwendete Materialien, Hightech-Materialien, Additive Manufacturing, oh, das hatten wir mal. Oh. Was hieß das? Das hatte ich mal. Hier, Additive, generative Fertigung. Okay. Also eben, das, ja, genau, da ist der 3D-Drucker drin. Das wollte ich noch nicht spoilern. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Dann haben wir Wireless, Wireless Power Transmission, ja. Kabellose Kraftübertragung.
Kapselhotels oder Mikrohotels? Was? Armor-Piercing-Shells. Meine Güte, haben die hier Water. Tja, kennt ihr sogar Armor-Piercing-Shell? Okay. Panzergranate oder Panzersprenggranate. Okay. Industrielles Design. Drohnen. Nachtleben. Schleichtechnologie. Kampfdrohnen. Was? Annexes? Wieso lernen wir heute nichts mehr? Wieso haben wir damals nie etwas in der Schule gelernt? Ich weiß gar nicht, was es ist. Ja, Annexes gibt's an sich so nicht. Nebengebäude. Wenn ich jetzt ein E dazu hänge. Ja, Anbau, Nebenbau, Annex, Dependence, Nebengebäude, Zubau. Also irgendein Anbau. Ja, heißt auch hier auch. Heißt doch hier nur Anbau, aber. Wieso das hier noch? Ja. Physikalische Sicherheit? Was ist das hier überhaupt? Ja, ist wahrscheinlich einfach nur Sicherheit an dem Deutschen. Oder Lebensschutz oder so. Land Reclamation? Das Landgewinnung, Land, wahrscheinlich Landrückgewinnung, überleben, ach nein, Sicherheit, oder totale Überwachung, und, ja, Offroad-Taktiken, und jetzt, wie wir gesehen haben, kommt tatsächlich noch eine neue Ära. Nämlich die Zukunft. Und der Sneak Peek ist saubere Energien. Kostet. Ist sogar nicht mehr so teuer, kostet nur 100 Forge-Punkte. Fusionskraft kostet. Oder Fusionsenergie kostet 140. Okay. Wissen wir, dass es sicher noch einmal noch eins weitergeht? Dann schauen wir mal noch auf die GVG-Karte. Und jetzt klingelt natürlich das Telefon. Ja, hier Tomorrow, das heißt, Future ist die letzte Ära. Das soll es dann auch gewesen sein. Mit diesem Update, bis zum nächsten Mal. Ciao.